NFTs sind im Hype wie nie zuvor. Oft hört man von verschiedenen NFTs, welche für mehrere Millionen verkauft werden. Ein Beispiel ist das NFT Every Day's the First 5000 Days, das der Künstler Beeple für unglaubliche 69,3 Millionen US-Dollar verkaufte. Ein anderes Beispiel ist der CryptoPunk 7523, der für 11,8 Millionen US-Dollar verkauft wurde und somit das wertvollste NFT der Kollektion darstellt. Nach und nach wird auch in Deutschland das Interesse an NFTs immer größer. Doch bisher hört man sehr wenig über deutsche NFT-Projekte. Das möchte Lennart Labs, ein 20-jähriger Student aus München, ändern. Er beschloss vor ein paar Monaten, sein eigenes NFT-Projekt zu starten. Mittlerweile ist die Webseite nfbhive.io live und man kann sich für den Vorverkauf registrieren. The NFBHive ist eine Kollektion bestehend aus 20.000 einzigartigen und unvergleichlichen Bienen. Von den Einnahmen werden 30% an drei verschiedene Umweltorganisationen gespendet, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Bienen zu retten. Lennart entscheidet allerdings nicht, welche Organisation die Spende erhält. Das erledigt die Community. Um bei der Rettung der Bienen möglichst breit aufgestellt zu sein, stehen vier Umweltorganisationen zur Auswahl, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind und verschiedene Ansätze verfolgen. Auch in Hollywood gibt es hierzu Neuigkeiten. Star-Regisseur Quentin Tarantino hat bekannt gegeben, dass er ungeschnittene Pulp-Fiction-Szenen als NFTs versteigern wird. In einer offiziellen Pressemitteilung heißt es außerdem, jedes NFT enthält ein oder mehrere bisher unbekannte Geheimnisse einer bestimmten ikonischen Szene aus Pulp Fiction. Die privilegierten Personen, die eine dieser wenigen und seltenen NFTs kaufen, erhalten die Geheimnisse und einen Einblick in den Geist und den kreativen Prozess von Quentin Tarantino. Wer im Besitz einer der NFTs ist, kann außerdem entscheiden, ob er oder sie das Geheimnis für sich behält oder die Szenen öffentlich macht. Tarantino ist aber nicht der Einzige, der Teile seiner Arbeit als NFTs anbietet. Zuletzt kündigte auch die New Yorker Indie-Rockband Interpol eine Zusammenarbeit mit dem Regisseur David Lynch an, bei der es ebenfalls um die Versteigerung von gemeinsamen NFTs geht. Seit 2008 arbeiten Lynch und Interpol für verschiedene Projekte miteinander. Beispielsweise lieferte David Lynch 2011 die Visuals für Interpols Performance beim Coachella Festival.